Willkommen beim Whisky Nerd. Und heute sind wir wieder mal bei Spiritsland und bei zwei Schweizer Whiskys heute. Einmal hier den Sentis Malt Abstein Nummer 15 und hier den Genesis Nummer 1. Zum Alpstein, hier die 15. Ausgabe. Es gibt davon 2200 Flaschen, abgefüllt mit 48%. Er lagert für 5 Jahre in den Sentis Bierfässern und geht dann für 2 Jahre in Pinot Noir Fässer. Und hier haben wir den Genesis Nummer 1. Lagert circa für 6 Jahre in den Bierfässern von Sentis, dann für 1 Jahr in einem österreichischen Süßweinfass. Das Weingut befindet sich in Rust am Neusiedlersee. Das Weingut Pfeiler und Artinger. Und es handelt sich hier um einen Ausbruch. Ausbruch ist ein sehr süßer Dessertwein. Es gibt hier eine Bärenauslese, es gibt Eiswein, wenn ihr die kennt. Und dann gibt es Ausbruch. Das ist noch süßer. Da bin ich schon sehr gespannt. Davon gibt es nur 707 Flaschen. Und abgefüllt mit 49%. Ich habe mir schon eingeschenkt vor dem Video. Und beginnen wir hier mal mit der Nase von Alpstein. Und wir haben hier eine schöne malzige, bierige Note zu Beginn, was eigentlich schon klassisch oder wie gesagt, was ich jetzt schon kenne von Sentis. Dahinter kommt etwas Vanille, Toffee. Vielleicht kommen noch Äpfel. Mehr habe ich noch nicht. Und hier haben wir nun den Genesis Nummer 1. Ja, Süßwein. Hier kommen schöne Trockenfrüchte. Sehr süß. Ich habe schon mal hier Aprikosen. Kirschen. Dann kommen noch Rosinen. Dann hinterher kommen noch diese Bananenchips, sage ich hier dazu, wenn ihr die kennt. Geröstete Bananenchips. Das florale Noten. Da tue ich mir immer bei florale Noten tue ich mir immer etwas schwer. Das Einzige, was ich so herausfinde, vielleicht ist. Also Rosenblüten. Das Bienenwachs kommt noch. Bisschen Leder. Schon mal sehr interessant. Ja, das wird eine schöne Schlacht. Zweier Weinfinish, kann man hier sagen. Und nun geht's los. Ja, durch die 48% bekommt er einen schönen Antritt, bleibt aber weich, ich würde sagen hier bierig, etwas Holznoten. Vanille. Apfel. Das Ganze hat etwas von einem Apfelkuchen. Da kommen noch Nüsse. Ja, so ein Apfelkuchen mit Nüsse in diese Richtung. Abgang. Bierig. Malzig. Leicht süßlich. Ja, ist schon mal nicht schlecht. Ein bisschen Wasser. So, und jetzt zu meinem Ruster Ausbruch.
Schauen wir mal, ein Süßwein-Finish. Bin schon gespannt. Kommt trotz 49% kommt er mir viel milder vor, viel weicher am Gaumen. Also jetzt hier der Alpstein, kommt er hier viel weicher, angenehmer, gesetzter. Wir haben hier leichtes Zedernholz, leichte Pfeffrigkeit, Muskat, dunkle Schokolade, aber jetzt weniger die Aprikosen und Kirschen, was ich in der Nase hatte. Die sind hier etwas im Hintergrund. Hier jetzt doch jetzt mehr Zedernholz, Muskat und die Röstaromen. Abgang wird es jetzt wieder etwas floral. Hier kommt noch dunkle Schokolade. Und vielleicht noch etwas Kakao, aber jetzt kein süßer Kakao. Das sind hier wirklich zwei interessante Geschichten. Einmal Pinot Noir und einmal hier der Ausbruch. Sehr interessant, in der Nase ist er fruchtiger. Finde ich viel mehr Aprikosen, Kirschen. Im Mund ist er dann mehr floral. Leichte Pfeffrigkeit, das Zedernholz, Muskat, mehr Röstaromen, dunkle Schokolade. Da finden sich dann hier nicht mehr so diese fruchtigen Aromen. Hat er ja zwei Gesichter. Muss ich sagen. Nochmal hier. Dagegen ist der hier doch dann am Gaumen ist doch süßlicher und etwas fruchtiger. Eine schöne Sache, auch ein schöner Vergleich hier der beiden. Hier die Nase schön fruchtig, Trockenfrüchte süß, Gaumen mehr pfeffrig, Zedernholz, Muskat, dunkle Schokolade. Hier geht es mehr Richtung Apfelkuchen, Vanille, Nüsse. Sehr interessant hier, wieder mal zwei Whiskys aus der Schweiz. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Whisky-Nerd. Ciao!